Insgesamt stehen 18 aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Cumhuriyet vor Gericht, darunter unter anderem Geschäftsführer Akin Atalay, Chefredakteur Murat Sabuncu, der Investigativreporter Ahmed Schick. Die Justiz wirft ihnen vor, Propaganda für Terrororganisationen betrieben zu haben, für die kurdische PKK und die Sekte des Islamistenpredigers Fethullah Gülen. Die Vorwürfe sind absurd. Die Anklage stützt sich weitestgehend auf Texte, die die Journalisten in der Cumhuriyet geschrieben haben und auf die Denunziationen sogenannter Zeugen. Wäre die Türkei ein Rechtsstaat, hätten die Cumhuriyet-Journalisten niemals verhaftet werden dürfen. Doch Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die Justiz längst in ein Instrument der Politik verwandelt. Die Anwälte der Cumhuriyet rechnen deshalb nicht damit, dass ihre Mandanten freigesprochen werden. Im besten Fall steht ein Urteil, das die Haftstrafe durch die Untersuchungshaft verrechnet. Im schlimmsten Fall müssen die Cumhuriyet-Journalisten bis zu 15 Jahre ins Gefängnis. Die Cumhuriyet ist nicht irgendeine Zeitung. Sie gehört zu den ältesten Zeitungen in der Türkei. Sie ist nach wie vor unabhängig, regierungskritisch. Der Prozess gegen die Cumhuriyet soll ganz offensichtlich Journalisten in der Türkei einschüchtern, soll kritische Berichterstattung künftig verhindern. Chefredakteur Murat Sabuncu hat jedoch am Montag in einem Gespräch mit Kollegen darauf hingewiesen, dass die Regierung ganz offensichtlich die falsche Zeitung für ihr Vorgehen gewählt hat, denn die Cumhuriyet beugt sich nicht.